In den Treppeneigenschaften kann die Darstellung im Grundriss eingestellt werden. Das betrifft zum einen die Darstellung der Schnittebene, wobei gewählt werden kann zwischen keine Schnittebene darstellen, oberhalb der Schnittebene Stufen gestrichelt darstellen oder den Bereich oberhalb der Schnittebene ganz ohne Stufen darzustellen. Des Weiteren kann die Höhe der Schnittebene ab Fertigfußboden eingestellt werden, die Linienfarbe für die Stufen oberhalb der Schnittebene kann über diese Farbsteuerung eingestellt werden und die Füllfarbe unterhalb der Schnittebene kann ebenfalls über diese Farbsteuerung eingestellt werden. In dem darüberliegenden Geschoss kann für die Innentreppe eine Füllfarbe ebenfalls eingestellt werden. Diese Einstellungen, die Sie hier sehen, sind in den Grundeinstellungen auf Programmebene definiert. Das heißt, bei geschlossenem Projekt können Sie in den Grundeinstellungen für die Treppe ebenfalls diese Voreinstellungen für alle kommenden Projekte treffen. Zum Beispiel die Füllfarbe unterhalb der Schnittebene. Zu sehen ist, dass Änderungen auf Programmebene in den Grundeinstellungen sich auch auf bestehende Projekte auswirken. Im Projekt selber können diese Einstellungen wieder geändert werden. Zum Beispiel keine Darstellung von Stufen oberhalb der Schnittebene oder eine andere Füllfarbe oder die Füllfarbe der Innentreppe im darüberliegenden Geschoss. Das Ergebnis könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Alle individuell eingestellten Darstellungsvarianten können in den Treppeneigenschaften auch wieder auf den Standard zurückgesetzt werden. Dafür gibt es die Funktion Werte aus Grundeinstellungen übernehmen. Beachten Sie, dass die Füllfarbe für das Austrittsgeschoss bei Außentreppen unabhängig von der Darstellung für die Innentreppen in den Eigenschaften eingestellt werden kann. In den Grundeinstellungen auf Programmebene sollte für beide Treppenvarianten Innen- und Außentreppen eine allgemeingültige, akzeptable Farbe eingestellt werden, zum Beispiel Weiß.